Der schöne Schein trügt, dieser See im Südural ist radioaktiv verseucht. Bagger tragen den vergifteten Boden ab, eine aussichtslose Arbeit, zu groß ist die verstrahlte Fläche. Allein ein Unfall 1957 in der Plutoniumfabrik von Mayak verseuchte über 900 Quadratkilometer. Auch heute noch werden die Arbeiter in das Licht geführt, sie tragen weiße Kittel, die schützen nicht, sie beruhigen nur die Nerven. Die Arbeiter und über 400.000 Bewohner ringsherum wurden ständig belogen, denn in Mayak wurde die erste sowjetische Atombombe gebaut. Für die Sowjets ein Projekt von höchster Wichtigkeit. Weder auf Menschenleben noch auf die Umwelt wurde Rücksicht genommen. In der Plutoniumfabrik gab es in den 50er und 60er Jahren mindestens drei schwere Unfälle. 1957 explodierte ein Behälter mit radioaktiven Abfällen. Bei diesem einen Unfall soll 20 Mal so viel Radioaktivität ausgetreten sein wie beim Super-GAU des Atomkraftwerkes in Tschernobyl. All diese Katastrophen wurden vertuscht und von ganz oben gedeckt. Die Menschen ringsherum im Süden des Ural wussten von nichts. Mehrere hunderttausend Menschen lebten weiter ahnungslos in der Nähe der Plutoniumfabrik Mayak. 438.000 Bewohner des Ural haben Strahlenschäden. Das ist die neueste offizielle Zahl aus Moskau. Ich habe ständig Gelenk- und Kopfschmerzen und mein Mann kann gar nicht mehr laufen, klagt diese Frau. Damals hat mir doch niemand gesagt, warum ich krank bin. Heute weiß er es, doch helfen kann ihm niemand mehr. Die Plutoniumfabrik war so geheim, dass selbst viele Ärzte nicht wussten, warum die Menschen krank wurden. Die Ärzte in den umliegenden Krankenhäusern waren nicht über die Strahlenbelastung informiert, sagt der Arzt. Sie konnten deshalb gar nicht richtig behandeln. Das ist die einst geheime Stadt Chelyabinsk 65 nahe der Plutoniumfabrik Mayak. Die russischen Behörden wollen jetzt aufklären, wie viele Menschen in Chelyabinsk 65 und Umgebung durch Radioaktivität zu Schaden kamen. 1000 Tote ist die letzte offizielle Angabe. Russische Experten schätzen die Zahl viel höher. Die Aufklärung wird sehr lange dauern. Die Verantwortlichen wussten einfach lange Zeit nicht, was Radionuklide in der Umwelt bewirken. Deshalb wurde auch nirgendwo aufgezeichnet, wie viel radioaktiver Müll über die Luft und das Wasser freigekommen ist und die Wälder des Ural verstrahlt hat.